Hallo, hey, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play MDK. In der letzten Folge sind wir erfolgreich gerade so zwei großen Panzer entkommen. Glücklicherweise ging es auch in genau die Grube, in die ich gesprungen bin. Jetzt stehe ich hier vor dem nächsten Raum und schauen wir mal, was uns dort erwartet. Auf geht's. Wow. Was haben wir denn hier? Dieser Raum ist ein wenig vertikaler als die bisherigen. Also werde ich da nicht hinkommen. Was haben wir denn hier? Kleine Bonbons. Die geben uns nur einen Lebenspunkt, aber besser als gar nichts. Sammeln wir sie mal auf, obwohl über 100 geht es ja nicht. Sehr gut, so geht's weiter. Ah ja. Und hier kommen wir zur ersten Jump-and-Run-Passage. Ein bisschen sein Sprunggeschick beweisen muss, aber erstmal wollen wir uns dieser Roboter hier erwehren. Und den Kerl da, den werden wir doch mal schön gepflegt im Sniper-Modus erledigen. Ja, da geht's verdammt tief runter. Glücklicherweise haben wir unseren Fallschirm. Zack. Und weg ist er. Ja, auch wenn ich jetzt gerade ziemlich geschmeidig von Plattform zu Plattform hüpfe, beim ersten Mal zocken ist es gar nicht so leicht. Das kann ich euch sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch ergangen ist, als ihr zum ersten Mal in diesem Raum wart. Oder falls ihr da noch hinkommen solltet, falls euch das Spiel holt. Falls euch dieses Let's Play das Interesse an dem Spiel geweckt hat, das gibt es bei Steam für 10 Euro. Das ist absolut wert, von meiner Meinung nach. Ja, 50% Gesundheit kann ich jetzt wenig mit anfangen, aber man nimmt es halt mit. Sonst ist hier nichts mehr. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, bis Laguna Beach vernichtet wird. Ein Atomschloss. Wow! Heilige Scheiße, heilige Scheiße. Ja. Na, tralalala, wer trällert da so fröhlich vor sich hin? Ein defekter Alarm-Android. Und jetzt gehen wir in den Stealth-Modus. Wie ihr gesehen habt, war an der anderen Tür ein Atomschloss und jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die Atombombe ran? An die kleinste Atombombe der Welt. Die dürfte sich auf jeden Fall irgendwo in diesem Raum befinden, aber so hat man kaum eine Chance gegen die vielen Androiden. Ich meine, Roboter, guckt euch das an hier. Meine Güte. Das sind echt schwere Jungs. Äußerst schwer bewaffnet. Wow. Oh. Wow. Und wieder ein sehr interessantes Item von Dr. Hawkins. Die interessanteste Bombe der Welt zieht alle Roboter magisch an. Und sie gucken, was sie gucken. Bis das passiert. Wow, scheiße. Alle wurden nicht vernichtet. Aber das hat doch mal Spaß gemacht. Und ohne diese Bombe wäre es auch extrem schwierig gewesen, hier durchzukommen. Denn diese großen Roboter, die haben es echt in sich. Und da ist auch schon die Atombombe. Jetzt können wir weiter. Falsche Taste. Na, was haben wir hier? Tja, Leute, das ist der erste Endgegner, der noch keine Ahnung hat, dass wir da
hier stehen und ihn im Visier haben. Ich könnte euch jetzt einen kleinen Trick verraten, wie man zumindest auf normal diesen Gegner mit einem Schuss besiegen kann, aber noch werde ich es nicht tun. Ich will ja das Ganze nicht zu schnell durchrushen, deswegen wollen wir mal ein bisschen kämpfen. Nimm das! Ja, wir sind hier. Und wie ihr seht, schießt er mit blauen Torpedos auf uns. Die es wirklich in sich haben. Ups, schon wieder die falsche Taste. Muss ich schon wieder umgewöhnen. Ich habe eine Zeit lang nicht gespielt. Ja, der schlägt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Wir haben ihn gefunden. Ah, und da kommt auch schon Hilfe. Hier noch ein bisschen Gesundheit, falls wir mal getroffen werden. Ist eigentlich recht fair gemacht, wobei man trotzdem sagen muss, dass gerade für Anfänger der Schwierigkeitsgrad doch recht hoch ist. Bereits auf normal kommt man da stellenweise ganz schön ins Schwitzen. Na gut, Leute, genug umgespielt. Werde ich ihm jetzt mal den Rest geben. Jetzt kommen wir nämlich zu diesem Trick. Und zwar, wenn ihr eine wenn ihr eine Snipergranate habt, die tötet den Guten mit einem einzigen Schuss. Zumindest auf normal. Auf schwer ist es schon ein bisschen härter. Ja, schlag nochmal die Hände über dem Kopf zusammen. Und jetzt zeig uns deine Fratze, damit wir dich endgültig erledigen können. Nein! Tja, der Vorführeffekt. Was habe ich da erzählt? Es geht nicht. Das ist wieder mal typisch. Aber ich glaube, ich weiß schon, was dahinter steckt, wenn man den Gegner eine Snipergranate am Kopf ballert, bevor er... Ups, jetzt falle ich hier runter. Bevor er einen entdeckt hat, dann ist er sozusagen verwundbarer und dann ist es auch klar, dass man ihn sofort erledigt. Aber hier... Nee. Das ist echt schlimm. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst ist Laguna Beach verloren. Viel Zeit ist nicht mehr. Tja, toller Tritt mit einem Schuss, werdet ihr wahrscheinlich denken. Aber es geht wirklich. Zur Not zeige ich euch das später nochmal, aber es geht wirklich. Na komm, na komm. Komm schon. So, so kann ich zumindest... Ha, perfekt. Das beseitigen das eine Schiff. Bam. Ah, hier haben wir wieder eine Snipergranate, seht ihr. Wird schon direkt für uns abgeworfen. Das war's. Wir haben gesiegt, liebe Leute. Der erste Mindcrawler ist dahin. Und gerade noch rechtzeitig. Jetzt geht es zurück zu unserer Heimatbasis. Hier haben wir aber noch die Gelegenheit, ein Level, also ein Lebenspunkte-Power-Up einzusammeln. Da müssen wir nur rechtzeitig oder zu diesem Item vordringen. Wenn wir, glaube ich, zwei oder dreimal den Rand dieses Tunnels berühren, dann war's das. Dann werden wir abgeholt, bevor wir das Item kriegen können. Geschafft. Somit starten wir im nächsten Level mit 150 Lebenspunkten. Und da seht ihr nochmal Bones und den Doktor. Und Kurt, der sichtlich erschöpft ist von seiner Reise.
Einsatzbesprechung. Gute Arbeit, Kurt. Sie haben Laguna Beach gerettet. MDK 2. Weiter. Das war doch ein Erfolg, Leute. Jetzt haben wir unsere Statistik. 11.800 Schuss mit dem abgefeuert. 50% Treffsicherheit. Naja, nicht gerade toll. Aber meine Sniper-Schuss-Treffsicherheit ist ein bisschen besser. 123 von 211 Gegnern habe ich vernichtet. Volltreffer, das ist bei der PC-Version ein bisschen zensiert. Das meint nichts anderes als Kopfschüsse, 6 Stück. Ja, ist eine ganz nette Statistik. Und ich habe Laguna Beach gerettet. Gute Arbeit. Spiel sichern, ja, das sichern wir. Kurzmeldung, ein riesiger Minecrawler ist auf dem Weg in das kleine Dorf Linfield in England. Ich habe beim letzten Mal, beim ersten Briefing, auf dem direkten Weg gesagt, warum auch immer. Spielt keine Rolle. Machen wir weiter. So. Und wieder dasselbe Prozedere. Den Raketen ausweichen und möglichst noch Items dabei einsammeln. Ohne allzu viel zu verraten, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass der zweite Minecrawler ziemlich abgefahren ist vom Level-Design. Ein echtes optisches Highlight. Das werdet ihr ja gleich sehen. So. Da. Da kommt schon ein Item für uns angeflogen. Eine Snipergranate. Na. Oh. Ja, ich wollte mal kurz warten, wie lange es dauert, bis er uns bemerkt. Und da war bereits eine neue Gegnerart. Die haben wir jetzt aber in unserer Superschnellkanone ziemlich schnell fertig gemacht. Und wieder einmal gilt es, eine Tür mit einem Atomschloss zu knacken. Und gleich passiert etwas Interessantes, etwas Einzigartiges, was es nur in diesem zweiten Minecrawler gibt. Wir haben eine kleine Rutschparty vor uns. Ach du Scheiße, das sind ja auch riesige Torpedos hier. Wow. Ich gehe wieder erstmal nach unten. Ja, aber hier geht's leider nicht weiter, Leute. Wir müssen wohl auf jeden Fall da oben lang gehen. 100% Gesundheit. Wahrscheinlich gut für die beim ersten Roboter schwer verwundet worden sind. Können sich hier ein bisschen aufladen. Und es muss auch sein, denn es ist so gut wie unmöglich, da spreche ich aus Erfahrung, hier durchzukommen, ohne auch nur einmal von diesen riesigen Torpedos getroffen zu werden. Ist auch lustig, diese Aliens machen da irgendwelche Schießübungen auf irgendwelche Scheiben, wo irgendwelche Menschen drauf sind. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwelche Easter Eggs sein sollen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht sind es Entwickler oder irgendwelche Persönlichkeiten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde die Idee ziemlich lustig. Das war's schon für diesen Raum. Weiter geht's. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Kurt. Naja, eigentlich hat er einen Helm. Ah ja. Ich liebe den zweiten Minecrawler. Ein richtig tolles Level-Design. So, hier haben wir wieder mal ein paar Androiden, die ganz seltsame Animationen da haben. Ein bisschen tanzen, uns den Hintern entgegenstrecken und winken. Wir können natürlich dagegen nichts machen. Und wir brauchen wieder eine Atombombe, die sich dahinter befindet. Und da kriegen wir auch gleich die passende Waffe für. Einen Mörser. Das Prinzip kennt ihr ja schon aus der letzten Folge. Es geht abwärts, liebe Streamrider-Freunde.
Wir kriegen wieder eine kleine Atombombe. Ups, schon wieder die falsche Taste. Und wir lassen es wieder ein bisschen leuchten. Sehr atmosphärische Geräusche gerade, muss ich sagen. Noch hat er uns nicht bemerkt. Ich will mal versuchen, diese Waffe zu kriegen. Also die über den tollen Humor der Entwickler. Man kennt das ja, ein Chef, der Anweisungen gibt, Zigarre raucht und rumschreit, während die anderen schwer schuften müssen. Aber jetzt ist genug. Na, bist du schwer am Schleppen, lieber Streamrider? Komm, ich helfe dir. So, ist doch viel besser so. Tja, und hier haben wir noch einen. Boom. Tja, wie ihr seht, war das sogar notwendig, um weiterzukommen. Cool. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Offenbar auf der anderen Seite. Ganz geil. Da, wo die Kanonen sind. Kurt glitscht hier ein bisschen den Abgang, hinunter. Tja, wo geht es jetzt weiter? Ich weiß es natürlich schon, deswegen will ich euch noch nicht zu lange auf die Folter spannen. Warum das so ist, verstehe ich zwar bis heute nicht, aber es ist ziemlich interessant. Jetzt ballen wir selber ein bisschen und bumm, auf einmal knallt der Torpedo durch die Scheibe und wir sind im nächsten Level. Oha. Ein ganz schön großer Raum. Na, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Unser Fallschirm bremst ja den Sturz. Auch ein sehr natürliches Item für den Sniper muss die Zielpeil-Sniper-Granate. Die kann man praktisch nicht verfehlen. Ja, stopp. Jetzt dafür wieder gleich seinen Kopf, der Arme. eine Nachschubeinheit. Ich sag nicht mehr Transporter, das klingt irgendwie dämlich. Oh Mann, wie ich diesen Soundtrack liebe. Ich habe es schon einige Male erwähnt, vielleicht auch einmal, aber ich kann es nicht mal wieder erwähnen, wie geil das ist. Oh, hier haben wir doch wieder was Interessantes. Ihr kennt das Item. Es ist ein bisschen scheu, aber wenn man es erwischt, dann lohnt es sich. So, jetzt gilt es da irgendwie nach da hinten zu kommen, ohne von diesen Torpedos getroffen zu werden, wenn es geht. Und das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig, denn es ist weit weg. Tja. Man merkt mir hier wirklich an, dass ich das Spiel schon einige Male durchgespielt habe. Denn ich weiß, beim allerersten Mal habe ich hier teilweise ganz schön geflucht, weil ich mal zu kurz gesprungen bin und oder von den Torpedos zu oft getroffen wurde. Es nützt schon was, wenn man das ein bisschen kennt. Also an dieser Stelle konnte es echt extrem frustig werden. Da spreche ich aus Erfahrung. Wow. Junge, Junge. Jetzt habe ich jetzt im Glück 150 Lebenspunkte, das reicht eine Weile. Da sind noch Roboter darunter, aber die werde ich jetzt mal links liegen lassen und stattdessen mal zum Ausgang gehen. Denn wir müssen ja wieder eine Stadt retten.
nichts, aber man sammelt es da gerne ein. Ach herrje, was haben wir denn hier? Das sieht ja auch sehr ungemütlich aus. Na gut, liebe Freunde. Diesen Level werde ich mir in der nächsten Folge mal genauer angucken. Ich würde mich sehr über Likes und Kommentare freuen. Schreibt mir, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr von den Retro-Let's Plays haltet, die ich jetzt neuerdings auf meinem Kanal mache. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play MDK. Bis dahin.